Einer der meistgesuchten Terroristen soll bei einem US-Luftangriff in Libyen getötet worden sein. Der Islamistenanführer Mokhtar Belmokhtar sei bei einer Kommandoaktion im Osten des Landes ums Leben gekommen, berichtete der arabische Sender Al Jazeera unter Berufung auf die international anerkannte libysche Regierung in Tobruk. Belmokhtar galt als einer der wichtigsten Anführer der Terrorgruppe Al-Qaida im islamischen Maghreb, ACMI. Das US-Verteidigungsministerium hat den Tod nicht bestätigt, sondern lediglich die Kommandoaktion. Belmokhtar, in der Vergangenheit schon mehrmals für tot erklärt, war bisher immer wieder aufgetaucht. Das US-Militär in Washington bestätigte lediglich, dass der Luftangriff in Libyen Belmokhtar gegolten habe. Die USA hatten ein Kopfgeld von umgerechnet 4,4 Millionen Euro auf ihn ausgesetzt.